Herzlich willkommen zu Let's Play Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Im letzten Part haben wir uns versucht, durch dieses Kapitel zu kämpfen. Haben wahrscheinlich auch die richtige Strategie gewählt, weil wir sind jetzt relativ weit. Und werden jetzt versuchen, den noch schwersten Gegner aus dem Spiel zu nehmen. Mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 42%. Yay! Yay! Oh, der war so wichtig, Leute. Der war wichtig. Silberbogen erhalten. Silberbogen. Da bin ich fast am Überlegen, den tatsächlich allen zu geben. Aber zu spät. Oh, ich hätte es am Ende echt machen sollen. Ich kann ja immer noch in der nächsten Runde dann über den Vorrat das machen. Ups. Das sieht doch ganz gut aus. Zwar nur 68%. Yay. Boah, jetzt läuft's aber auch, ey. Die Trefferquote ist nicht schlecht. Zwar kein kritischer Treffer, aber war an sich auch ganz gut. Immer noch zwei, ja? Wahnsinn. Claire braucht die Heilung dringender als Silk da oben. Ja, Mathilda hätte ich zwar auch gern geheilt, aber die heilt das schon durch. Er haut ab. Nein, lass dir nicht entkommen! Oh, jetzt kann ich ihn echt nicht mehr angreifen mit Lukas. Wie voll ist das denn? Der entkommt mir nicht. Ich kann doch gar nicht mehr anrufen. Warte, ich war doch. Hier steht ja maximal 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, es sind nur 7 auf dem Feld. Ja, mit 8 wäre es ja noch schlimmer. Wen kann ich heilen? Ah. Mathilda. Stärkung. Was war denn nochmal Stärkung? Stellt KP von Verbündeten in Reichweite. Yay! Jetzt kommen sie alle hoch. Die Trottel. Ah, ich habe auch keine Chance gegen meine Illusion. Es sind einfach zu viele. Ich kann gar nicht mehr mit anderen Leuten angreifen. Selbst wenn ich das wollte.
So viel zieht es ja gar nicht ab. Da hätte ich jetzt mehr erwartet. Oh. Aber mal kritisch. Wie soll ich ihn denn angreifen können? Gar nicht. Ich kann einfach niemanden angreifen. Ich kann höchstens mit Silk ihn teleportieren. Eigentlich muss ich niemanden heilen. Nicht schlecht. Ja, was soll ich schon machen? Das muss ein bisschen schneller gehen. So. Gucken, wie weit ich mit Lukas hin. Hier komme ich nach rechts und da ist Zirk. Ich komme nicht nah genug ran. Aber das Vieh kann von mir aus mal weg. Steht eben im Weg rum. Viel Reichweite hat Alm. Nur normal anscheinend. Bei ihm zieht er echt viel ab. Dann lag es wahrscheinlich einfach an der Panzerung von dem anderen. So, können wir ihn besiegen? Ja, sieht so aus. Dann war's das wohl. We can take many lessons from that battle. Schönes Kapitel an sich, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Man kann auch nicht einfach durchrushen, man muss sich schon am Anfang was überlegen. Schloss Rigel, Vorhof. Okay. Eingebettet in die Berglandschaft erinnert das Schloss eher an eine Festung und steht in direktem Kontrast zur Opulenz von Schloss Sophia. Was ist eigentlich Schloss Sophia? Das ist eine gute Frage. So Leute, das könnte jetzt das letzte Level sein im Spiel oder das vorletzte. Who knows? Aber ich... Lass den Silberbogen. Oder kann noch jemand anderes? Wo sehe ich denn? Ah, da sehe ich. Wenn ihr die links oben den unteren Bildschirm quasi anschaut, wo Alms Bild gerade zu sehen ist, habt ihr ganz oben rechts bei der Zahl 138 steht drunter Held und dann steht ein Schwert und ein Bogen. Das heißt, da könnt ihr sehen, dass er Bogen benutzen kann. Und er ist auch der einzige von denen, die wir benutzen. Then the fortress has fallen. It has, Your Excellency. I fear it's a matter of minutes until the deliverance reaches the castle doors. Very well. We shall greet them. The Sea of Blades. Ach nein. I leave the rest to you, Messenna. As your will commands, Your Excellency. Now go. Your Excellency, wait! Will er doch Frieden? Recruit. Sire, why have you not given me leave to join the front lines? I know I failed you at the border, but all the more reason I beg for this chance.
A merciful leader may grant a second chance. Only a fool allows a third. Your Excellency! My army has no place for the weak. You'll remain here and watch in quiet. But could... No. Please. Have mercy, sire! Your Excellency! Schließt sich uns an, Bakut. Wow. Nicht nur, dass sein Onkel ist, er schreit auch mega. Ja. So. Oh. Hey, ja, ja, ja. Natürlich müssen wir gegen Rudolf antreten. Dann würde ich sagen, sieht das ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Und ich versuch mal etwas. Brave warriors of Rigel, you have fought with courage and skill at my side these long years. But the hour of reckoning is upon us. Our empire's light is guttering. Now heed my words well. If I should fall, my final order is that you lay down your arms and surrender. I hear the young Zofian general is a man of mercy. If you have any love and loyalty for me, you'll not waste your lives this day. That's Emperor Rudolf. This is strange. I'm not sure what I'm feeling at the moment. He's caused so much suffering, and I know I should hate him, but I can't. Boah, diese Atmosphäre ist echt hammer. Instead, he just feels, I don't know, familiar somehow. Snap out of it, will ya? There's no time for daydreaming. We're at Rigel Castle's doorstep, buddy. We need you focused. Now pull yourself together already. We didn't come this far to lose here. Right. Sorry, Gray. All right, everyone. Let's do this. Also ihr habt es gehört, wir bräuchten theoretisch nur Rudolf besiegen. Der Song. Aber ich glaube, das wäre mir zu riskant, hier direkt auf ihn loszugehen, jemanden dahin zu teleportieren, weil ich glaube, er hat auch einfach gute Werte. Schauen wir uns mal. 23 Verteidigung, 8 Resistenz. Also wenn, dann könnten wir ihn eh nur mit Magie besiegen. Deswegen werde ich versuchen, hier durchzugehen. Hier wird zwei Wege. Einmal, indem ich die Leute da rüber teleportiere. Und indem ich ein paar Illusionen da durchschicke. So, die müssten auch, ups, eigentlich auch so durchkommen. Weil die genug Felder ziehen können, glaube ich. Wow. Das ist echt der Hammer. 1 minus Angriff durch 2. Angriff ist 16. 1 bis Angriff durch 2. Das heißt 1 bis 8 Felder. Und ich würde einfach alle heilen in der Umgebung. Das ist schon heftig. Das ist echt cool.
Natürlich nicht damit gerechnet, dass die jetzt alle von da runterkommen. Eine Wahnsinnsatmosphäre hier. Man spürt es förmlich. Dass es der finale Kampf ist. Boah, 19, echt jetzt? Yay. Das war auch wichtig, glaube ich. Und Säcke vor allem. Ah, dritter Tod, kann das sein? Das ist natürlich geil. Jetzt kommt Säckes Zeit. Sie bricht jetzt an. Aber ich muss Claire zurückziehen. Das sieht gar nicht gut aus mit ihr. Sie bekommt viel zu viel abgezogen durch diese Leute. Deswegen werde ich über Vorrat heilen, damit ich noch mehr Möglichkeiten habe, über andere Dinge zu heilen. Da ich mit Silk wieder anrufen werde. Boah. Dann will ich versuchen, ups, wo ist er denn? Da. Silk zu heilen. Weil trotz, dass er jetzt einen mega Angriff hat. Mit dem Rittertod, der übrigens sehr effektiv ist gegen Ritter als Waffe, hat er dennoch nicht so unendlich viel Verteidigung. Oh, die haben auch Rittertod. Der mit. Viele von denen haben den Rittertod. Alle? Ja. Aber ist schon ein bisschen gefährlich. Also sie ziehen zum Glück gar nicht mal so viel ab. Ich nehme trotzdem einen schon mal raus, damit die Wahrscheinlichkeit einfach viel geringer ist, dass irgendwas Schlimmes passiert. Warum können wir jetzt angegriffen werden? Von ihm oder was? Das ging doch vorhin nicht. Das schaffst du. Schade. Ha, er greift sogar die an, geil. Boah, die können sehr gerne helfen. Ist das ernst? Der wird. Ja. Nicht überleben. Die Illusionen sind auf jeden Fall gut gerade. Aber ich spiele das auch ein bisschen lieber slow. So,
So, ist ja eh das letzte Kapitel. Also, wir können ruhig die Items einsetzen, Leute. Kein Grund zu sparen. Zieht auch 7 ab, ey. Yay, nicht getroffen. So, sah schon schlechter aus für uns. Sieht doch schon mal gut aus, wenn die Illusionen angreifen. Da habe ich einen kleinen Vorteil. Und sicher sein kann ich mir da auch gar nicht mehr so, weil die Illusionen mittlerweile so gut sind, dass es durchaus sein kann, dass meine anderen Charaktere schwächer sind. Und sie dann angegriffen haben. Oh, das reicht, glaube ich. Ja. Wow! Und vor allem können sie sogar kritische Treffer landen. Das ist echt verrückt. Wow. Ich habe mega Bock auf dieses Kapitel hier, muss ich sagen. Dennoch werden wir an dieser Stelle ein Lesezeichen setzen. Und beim nächsten Mal an dieser Stelle weitermachen. Wir befinden uns im letzten Kapitel. Oder vielleicht im vorletzten. Wir wissen es nicht genau. Und das Spiel spitzt sich zu. Das heißt, ihr könnt jetzt viel, viel Story erwarten. Denke ich. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.